Ja, bei der Bahn läuft also der zweite Tag des Lokführerstreiks. Und solange bis der Ausstand morgen früh um 2 Uhr beendet ist, erwartet der Staatskonzern erneut starke Beeinträchtigungen für Reisende und Pendler in ganz Deutschland. Vor allem im Osten wird kaum ein Zug fahren, weil es dort keine verbeamteten Lokführer gibt. Und jetzt gibt es auch hier gleich ein Live-Statement. Und zwar wird sich der Bahnkonzernsprecher Achim Staus reden. Hören wir rein. Tag 2 des GDL-Streiks. Auch heute zwingt die Lokführergewerkschaft durch einen völlig überzogenen und auch unnötigen Streik Zehntausende von Menschen dazu, von der klimafreundlichen Bahn auf andere, weniger nachhaltige Verkehrsmittel auszuweichen. Damit schadet die Lokführergewerkschaft nicht nur unseren Fahrgästen, nicht nur der Bahn, sondern auch dem so dringend gebotenen Klimaschutz. Unser Ziel ist es, unseren Fahrgästen auch heute wieder einen verlässlichen Ersatzfahrplan anzubieten. Gestern hat das gut geklappt. Wir haben den ganzen Tag über bis abends stabil etwa 25% des üblichen Platzangebotes im Fernverkehr in unseren Zügen angeboten. Vor allem auch durch Einsatz besonders langer Züge wie den neuen ICE 4, den XXL ICE. Viele Mitarbeiter waren hier in Berlin, auch in anderen Bahnhöfen im Einsatz, um die Fahrgäste zu betreuen. In den Bahnhöfen, auch in den Zügen, haben unsere Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter dafür gesorgt, dass sich die Fahrgäste in den Zügen, die zum Teil auch recht voll wurden, gut verteilen, was ja angesichts der Pandemie auch im Moment sehr wichtig ist. Das hat hier die Sache noch etwas erschwert, dass ein solcher Streik jetzt auch noch stattfindet, wo alle ja auch auf Abstand in den Zügen achten. Das hat aber gestern gut geklappt. Der Verkehr war stabil. Das ist auch das Ziel für heute, auch im Nahverkehr. Denn auch heute, trotz Streik, müssen Menschen zur Schule fahren, müssen Menschen zur Arbeit fahren oder möchten eine Urlaubsreise antreten. Deswegen wollen wir auch im Regionalverkehr heute einigermaßen verlässlich, vielleicht mit 20-30% des üblichen Zugangebotes, unsere Reisenden ans Ziel bringen. Betroffen war und ist auch der Schienengüterverkehr der DB. Auch hier wollen wir mehr Güter auf die klimafreundliche Schiene bringen. Das wird durch die GDL jetzt erschwert. Priorität haben für uns auch heute versorgungsrelevante Züge, die zum Beispiel Waren in die Kraftwerke bringen oder die Seehäfen bei terminsensiblen Logistikketten beliefern. Nach unserem Eindruck haben viele Fahrgäste gestern auch das Angebot genutzt, die Fahrt zu verschieben. Im Fernverkehr gelten Tickets, die auch für heute und morgen, den Freitag noch gekauft sind, ja auch flexibel in der gesamten nächsten Woche. Das haben viele Reisende genutzt, sofern sie flexibel waren, die Reise zu verschieben. Und selbstverständlich gilt auch weiterhin, dass die Spar- und Supersparpreise für heute und auch für den Freitag gebucht an anderen Tagen gelten, selbstverständlich ohne Zugbindung. Vielen Dank. An der Stelle würde ich gerne nachfragen wollen. Jetzt wird es ja so sein, wenn viele ihre Reise in die nächste Woche verschieben und keine Sitzplatzbuchungen haben, werden die Züge da unkalkulierbar gefüllt sein. Wenn sie dann noch verlockt haben, dann versuchen sie zu vermeiden, dass sie schon zu voll sind. Wir erwarten natürlich in der kommenden Woche mehr Reisende als sonst üblich. Bin aber überzeugt, dass wir das gut hinbekommen werden. Wir bieten ja schon das maximale Fahrplanangebot an. Alles, was im Fernverkehr rollen kann, rollt. Uns helfen da auch ganz neue Züge, die besonders viele Sitzplätze bieten, wie der neue ICE 4 mit über 900 Plätzen. Und unsere Zugbegleiter sind darin geübt, die Reisenden auch möglichst gut im Zug zu verteilen, um trotz stärkerer Nachfrage auch Abstände zu ermöglichen. Was könnten Sie denn der GDL anbieten, dass die GDL zurück an den Verhandlungstisch? Ja, die kämpferische Rhetorik der GDL ist völlig fehl am Platz, die wir gestern gehört haben. Der Konflikt kann nur am Verhandlungstisch gelöst werden. Da müssen wir aufeinander zugehen. Dazu sind wir auch bereit. Wir fordern die GDL, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und diesen Tarifkonflikt nicht auf dem Rücken der Fahrgäste auszutragen. Können Sie denn der GDL ein wenig vereinfachen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren? Also es scheint ja wohl ein großes Problem zu sein, die Laufzeit des von Ihnen angebotenen Tarifvertrages. Ich glaube, über die Größenordnung von Lohnerhöhungen gab es ja schon eine Einigkeit. 3,2% sind in diesen Zeiten ja auch schon eine ganze Menge. Über die Laufzeit und andere Komponenten, da sind wir noch auseinander. Aber das alles rechtfertigt nicht, einen solchen Streik auch noch so kurzfristig und so massiv durchzuführen. Alles, was auf dem Tisch liegt, kann verhandelt werden, über alles kann gesprochen werden.
Aber den Streit auf dem Rücken der Fahrgäste auszutragen, ist absolut der falsche Weg. Jetzt hat die GDL ja schon angekündigt, dass es höchstwahrscheinlich nicht nur bei diesem Streik bleiben wird, sondern dass weitere Folgen werden. Jetzt in vielen Bundesländern immer noch Urlaubszeit. Merken Sie da schon einen Buchungsrückgang? Hat es schon Folgen? Natürlich verunsichert jede Ankündigung von Streiks und jede Andeutung unsere Fahrgäste. Und das ist ja auch das Verwerfliche. Wir haben einen Aufschwung erlebt. Viele Fahrgäste jetzt nach den harten Wochen der Pandemie sind zurückgekehrt, wollen wieder reisen, wollen in Urlaub fahren. Schülerinnen und Schüler müssen zur Schule. Viele Menschen sind auf die Bahn angewiesen. In einer solchen Phase zu streiken, ist besonders verantwortungslos. Wir fordern hier wirklich die GDL auf, in dieser Zeit auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und auf weitere Streiks zu verzichten. Viele, die am Wochenende verreisen wollen, sind natürlich ein wenig verunsichert. Wird es denn so sein, dass alle Züge am Samstag und Sonntag so wie geplant fahren können, oder wird es da Verzögerungen geben, bezüglich der Streik am Wochenende? Der Streik soll ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag enden, und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir am morgigen Freitag und auch am Wochenende weitgehend das normale Zugprogramm wieder anbieten können. Der Ersatzfahrplan, der ja sehr stabil gelaufen ist gestern und auch heute wird das der Fall sein, bietet eben auch gerade die Chance, dann wieder geordnet den Betrieb aufzunehmen. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass ab Freitag wieder alles planmäßig und wie üblich laufen wird. Vielen Dank. Soweit also Achim Staus, der Sprecher der Deutschen Bahn, mit seinem heutigen Statement am Tag 2 des Streikes der Lokführer nochmal zusammengefasst. Also die Deutsche Bahn fasst noch einmal zusammen, dass sie die GDL wieder an den Verhandlungstisch bringen will, dass diese kämpferische Rhetorik absolut fehl am Platz ist und dass es keine Rechtfertigung für diesen Streik gibt. Das wird also weiterhin verurteilt. Tag 2 auch natürlich ganz im Zeichen des Streikes, aber der Ersatzfahrplan, der funktioniert. Und ich glaube, die wichtigste Nachricht, die haben wir eben von Achim Staus gehört, ist, der Streik soll ja morgen früh um 2 Uhr nachts enden. Also das bedeutet, dass dann ab Freitag, Samstag, Sonntag wieder der Zugverkehr normal laufen soll. Wir sind ja schließlich immer noch in der Ferienlage. Ja, wie sieht es aus am Tag 2? Da fragen wir gleich nach bei Lisa Wischer, zugeschaltet vom Hauptbahnhof in Essen. Ja, wie sehr wird Essen, aber auch Deutschland heute ausgebremst? Ja, es gibt immer noch viele, viele Zugausfälle. Jeder vierte Fernverzug fährt nur. Alle anderen fallen aus. Und auch in den Regionalzügen auf den S-Bahn-Strecken gibt es viele Störungen, Verzögerungen oder auch Ausfälle. Das kann man hier deutlich spüren am Essener Hauptbahnhof. Es haben sich aber viele, viele Pendler und Fahrgäste darauf eingestellt. Also man sieht es vielleicht hinter mir, es ist viel, viel leerer hier als an einem normalen Morgen. Sonst ist es hier viel wuseliger, viel voller. Es scheint so, als hätten jetzt mittlerweile fast alle mitbekommen, dass die Bahn streikt und sind auf Alternativen umgestiegen. Das zeigt auch die Nachfrage bei Fernbussen, bei Mietwagen. Die ist deutlich angestiegen und auch die Lufthansa fliegt mit größeren Maschinen heute Inlandsflüge, um eben die Menschen von A nach B zu transportieren. Aber natürlich gibt es vereinzelt hier auch immer noch Menschen, die gehofft haben, dass es trotzdem klappt und dann ziemlich ratlos hier vor der Tafel stehen. Der Ersatzfahrplan funktioniert zwar, das hatte der Bahnsprecher jetzt gerade auch noch mal gesagt, aber er ist halt sehr, sehr vermindert. Lisa, für den Moment besten Dank für die Information. Danke nach Essen.